Ja, hallihallo Leute, ich bin's wieder, TFSLP. Diesmal geht's um Crossfire Kill Max, und zwar wie ihr die reinfügt. Also hineinfügt. Ich habe jetzt pinke drinne, habt ihr sicherlich schon in den Reviews gesehen. Und ja, ich zeige euch einfach, wie ihr die installieren könnt. Also, um sie anzuschauen erstmal, damit ihr raufklicken könnt und sie öffnen, bräuchtet ihr QuickTime. Ah, wie ich mich immer verschreibe. Vorführeffekt. QuickTime, sucht einfach in Google danach, denn gleich der erste Link von Apple. Dann lädt ihr QuickTime runter, das dauert ein wenig. Ich habe es mittlerweile schon, denn ich habe ja das gleich mit iTunes runtergeladen für mein iPod. Für meine iPods, die mittlerweile auch schon kaputt sind. Oder Display gerissen, auf jeden Fall. Geht weiter zu Crossfire, und zwar in der Beschreibung werden noch Links sein, also für Killmax. Ich habe jetzt Razer Pink Killmax, und zwar. Wo war das denn jetzt? Wo war das jetzt? Okay, das war sicherlich bei Crossfire Zeugs. Und dann, genau, hier. Hier habe ich jetzt erstmal Red und alles. Ich habe Purple drin, also lila Razer Killmax. Mit QuickTime könnt ihr die dann anschauen. Ich habe es jetzt mit Eigenschaften, genau, Picture Viewer, also QuickTime ist das. Und dann kann man das damit anschauen. Ich zeige euch einfach mal, wie jetzt Badget Headshot aussieht. Naja, ich glaube, das ist immer noch das Normale. Weiß ich nicht, hoffentlich öffnet sich das jetzt. Nein, später. Ich will dafür kein Geld geben. Hier ist jetzt leicht pink umrandet. Oder wieder. Hier erster Kill, zweiter Kill, dritter. Öffne ich einfach mal drei. Ich frage mich auch gerade, warum das so lange dauert. Da. So, nach der Reihenfolge. Erster, zweiter, dritter, also ein Kill, Double Kill und Multikill oder Triple Kill, je nachdem sieht es denn so aus. Auf jeden Fall könnt ihr mit QuickTime, ist ein gutes Programm, ihr solltet das behalten, die Dateien anschauen. Um sie anzuschauen, also wenn ihr das machen wollt, dann geht einfach auf Eigenschaften ändern und dann sucht ihr euch QuickTime oder Picture Viewer. Ich habe es jetzt hier unten, genau, QuickTime Player. Könnt ihr das dann aussuchen oder sucht es einfach und dann übernehmen und okay, und dann könnt ihr immer per QuickTime es anschauen. Auf jeden Fall, es wird sich lohnen, denn holt euch einfach QuickTime und dann könnt ihr das auch gleich installieren. Zur Installation kommen wir jetzt, und zwar ihr geht auf Crossfire mit Rechtsklick, dann Dateifahrt und dann auf Res UI und dann Mark. Wenn ihr das so irgendwie nicht hinkriegt, man kann es auch auf eine andere Weise hinbekommen. Ihr geht einfach auf das Windows-Symbol, dann geht ihr auf Computer, geht auf eure Festplatte, da wo es abgespeichert ist. Bei mir ist jetzt Compact C, dann geht ihr auf Programmfiles x86, da müsste es eigentlich abgespeichert sein. Dann müsstet ihr ganz nach unten scrollen, Z8 Games, Crossfire und dann ganz gewohnt REST UI und Mark. Mark sind die Dings von uns. Und dann ganz einfach, wenn ihr euch die Killmax runtergeladen habt, ich werde paar zum Download freigeben. Wo habe ich das denn immer abgespeichert? So, dann macht ihr euch das erstmal hier zurecht. Das soll auf, nein, das soll eigentlich so hin. Und das kommt jetzt dahin. So, perfekt. So. Ja, Cookie ist meine Katze, die ist gerade auf meinem Schuss, egal. Neuer Ordner, da war das abgespeichert. Purple Razer. Dann geht ihr einfach mal auf Kopieren, also ihr kopiert alles. Ihr könnt auch einfach STRG A, so war das, glaube ich, meiner Meinung nach. Ich muss es mal ausprobieren jetzt. STRG A, genau. Und dann STRG C oder einfach Rechtsklick. STRG C ist für Kopieren oder geht Rechtsklick kopieren. Und dann könnt ihr das hier einfügen. Dann geht ihr einfach auf das Fenster. Wenn ihr Windows 7 habt, ich weiß nicht, ob es mit Windows, wie es da geht oder sowas, drückt ihr einfach STRG V. Und dann müsst ihr auf Kopieren ersetzen drücken, jedoch müsst ihr hier unten einen Haken hinsetzen. Sonst müsst ihr immer einzeln kopieren und ersetzen drücken, und das darauf hat wirklich keiner Bock, denke ich. Außer natürlich, ihr seid hobbylos und dann geht das alles klar. Auf jeden Fall kopieren und ersetzen. Dann hat er das alles hier ersetzt. Und dann habt ihr schon die Killmax drin, also mehr gibt's zur Installation nicht. Ja, ich habe schon was anderes gerendert, egal. Auf jeden Fall, ja, das war's zur Installation. Jetzt könnt ihr in-game gehen und dann sehen die Killmax so oder so aus. Also, es wird sich lohnen. Viel Spaß damit und tschüss. Wenn ihr mich abonnieren würdet, natürlich. Genauso wie Benjo Primo. Schaut einfach mal vorbei. Und ja, tschüss.